Ja, hallihallo und hier herzlich willkommen wieder zur Formel 1 2019. Sind wir wieder dabei in Singapur und hier zum Qualifying habe ich natürlich den Patrick dabei. Servus, Christi. Servus Christi, ah, René. Das sind wir in Singapur. Hier das Nachtrennen im Den Night Stadtstaat. Racing. Knight Rider unterwegs. Let's go. Wir haben uns so entschieden, mal ein bisschen so German English so sw zu switchen, Ja, ne? das würde ich Unsere vielleicht neuen. entschieden. Ich finde das eher peinlich und halte mich da zurück. Boah, warum entscheidest du nicht für mich, wenn ich sage Englisch? Man muss ja nicht alles mitmachen. Okay. Nee. Okay, let's go. Dann wünsche ich dir viel Spaß, Patrick. Ich wünsche dir auch viel Und Spaß. den Zuschauern natürlich auch beim Oh, es sieht Zugucken schon schön natürlich. aus, echt. Boah, sieht edel aus. Wir spielen natürlich in 4K HDR auf der Xbox One X, wie ihr schon sehen könnt. Bin zurück, aber ich will mich konzentrieren. Ja, genau. Oh, das sieht echt geil aus, dieses Strahl. Sie haben das Lichtsystem ganz verändert dieses Jahr für Nachtrennen. Aber ich sage nichts Echt mehr. jetzt? Ja. Cool. Die ist sehr kurvenreich. Wir müssen also sagen, wir fahren die jetzt hier zum ersten Mal. Also. Also bei F1 2019, ja. Das war wirklich das erste Rennen. Da gibt es keinen schon mal gefahren hier. Für alle Cracks, die das schon 30 Mal gefahren haben. Sagen, was fährt der denn dazu? Cracks, hier hat es schon 30 Mal gefahren. Ja, also wer sich das dann anguckt und denkt, und dann drunter schreiben will, wie fährst du denn? Ja, hast du gecrackt oder was? Ja, perfekt bin ich sie nicht gefahren, aber ich bin sie auch schon lange nicht mehr gefahren. Aber da sind wir Aber jetzt jetzt sind auch. sie interessant. Uch. Nochmal DRS für 2 Sekunden gehabt. Cool. Ja, sieht echt fantastisch aus. Ist meine Lieblingsstrecke generell. Und fährt sich echt gut. Hä? Noch nicht mal eine Sekunde DRS bekommen? Was ist Nee, denn nur das so für ein eine halbe Schmutz? Sekunde ganz am Ende. 20. wie immer halt. Pechzahl für mich. Ja, im Rennen Ja. kannst du besser werden. Naja, schauen 2000 wir mal. EP. Ja. Schauen wir nochmal. Zeiten. Ja. Ja, ist noch was drin, René. Ist noch Verbesserungspotenzial. Echt jetzt? Ja, aber die ist echt tricky. Also, wenn wir die nicht Tricky schon. Trucker. Genau. Trucker. Okay. Wenn wir die schon 500 Mal gefahren ist, dann muss man sich da gewöhnen. Gewichtsverteilung hier aufteilen, gell? Was? Eine Gewichtsaufteilung musst du machen dort auf deinem Rennwagen. Wie? Warum? Nein. Stand da. Das alles, wie es ist. Eine Ja, Menge ich Autos auch. im Grid heute. Ich lass mich gerne Halte nach dich von links biegen. Problemen fern, wenn du in Kurve 1 15 einfährst. Runden. Okay, dann Tricky Trucker Trucker, viel Spaß, Dir gell? auch viel Spaß. Ja, danke. Versuche auf dem ersten zu bleiben. Aber der Start, den kriege ich nie hin. Nee. Nicht? Fährst du hier nicht vom. Oh, jetzt sind wir voll. Also ich bin gut weggekommen. Und jetzt gibt es hier Boah. überhaupt kein Gas. Super. Hallo? Bitte, ey, nicht schon wieder Kollision, dass ich wieder Ich habe auch eine hinterher. Verwarnung bekommen. Ich habe keine bekommen, aber ich find's halt unfair, wenn ich hier nicht Ich glaube, ich vorbeifahre. tief schon mal meckern, gell? Ja, schon voraus, damit jeder weiß, wo es geht. Ja. Boah, den habe ich echt jetzt gerade noch so geschnitten, dass er mich nicht Boah, wer, angestoßen die hat, zieht ey. jetzt hier nach rechts. Natürlich zieht sie nach rechts, ey. Bleibt's weg, bleibt's alle Und weg. wieder fällt sie ein. Also sie lassen halt null Platz. Ach, schon wieder einer, ja. Wenn du schon vorne bist, ja, Erster oder was auch immer, dann lohnt sich's ja schon gleich wegzufahren. Ja, das mache ich jetzt auch. Ja, Aber ich war ja ich hab's Zweiter noch gesehen. jetzt. Hab ich Das hat gesehen. mir jetzt gereicht, ja, an Duellen. Bis jetzt habe ich noch keine Kollisionsstrafe bekommen. Warum kriegt man mal welche manchmal nicht? Das ist echt merkwürdig. Das ist so Lotterie. Ja, aber das darf ja nicht sein, es muss ja überall gleich sein. Oh, geh weg. Geh Super. weg, geh weg. Boah, der schubst mich voll weg da, aber er hat mich zum Glück nicht weggehauen. Boah! Oh nein! Hey, was machen die denn? Die schubsen mir an die Seite, jetzt bin ich schon Sechster. Ja, geh weg! Geh weg! Ich spiele schon mit der KI, was ist denn da los? Ey?
Da muss man schon ganz schön auf Drugs sein. Nee, Spaß. Aber Emirates hat sich ganz schön gut eingekauft in das Spiel. Überall Emirates-Werbung. Auf jeder Strecke. Ja. Wir haben richtig Geld ausgegeben, wir haben es ja auch. Wenn es nicht jemand hat, wäre dann DHL und Emirates. Ja, genau, stimmt. Und arme Mitarbeiter bei DHL. Rolex ist, glaube ich, auch noch drin. Aber das ja, sind so die drei Hauptstücke. Aber Rolex ist ja wegen der Anzeige, das ist ja was anderes. Die sind ja schon von Haus aus immer da. Ja, nee, die haben sich halt genauso eingekauft wieder. Und Singapore Airlines hier auch jetzt. Ein lokaler Sponsor. Wer weiß, ob die überhaupt jemals Kohle alle gesehen haben. Vielleicht haben sie auch einfach die Logos reingesetzt. Die Firmen wissen wir wollten jetzt einfach mal. Stand. Und denken, naja, ja, klar, auf jeden Fall. Und dann hauen sie alles andere rein, nur das nicht. Also bis jetzt. Nee, ich glaube, wenn sowas entdeckt wird, dann. Fnatic ist auch ungewöhnlich auf einer Formel 1-Strecke zu sehen. Der PC-Peripheriehersteller. Ja, es läuft ganz gut. Ja, irgendwie fühlt sich schon so an, als hätten wir die KI-Stufe verändert. Ja. Ich bin mir da jetzt nicht mehr so ganz sicher. Aber doch, es zeigt es noch nicht an, aber wir haben es geändert. Weil wenn du einmal drauf drückst, was willst du denn? Muss man vielleicht mal erklären, also wenn man Admin ist, darf man das ändern, aber muss es dann erst an alle Liga-Mitglieder schicken, die müssen alle zustimmen. René hat zugestimmt, mehrfach, aber eine Änderung wurde nicht angezeigt. Richtig. Es könnte aber sein, dass wir jetzt hier auf 30 fahren. Ich hoffe, es sei uns vergönnt, dass wir etwas verstellt haben, weil wir nicht so gut zurechtkommen. Gottes Segen. Muss er. Oh, nein. Hey, jetzt war ich Zweiter und jetzt haut's mir raus, ey. Nein. Jetzt komm, echt, was ist Zweiter? Ja. Sehen muss ich am Replay nochmal. Ah, shit. Ich bin aber in der Kurve gewesen und hat's mir dann raus, weil ich bin an die Wand gefahren, da weißt du. Ja, ist nicht zu empfehlen. Nee. Ich will ja auch weiter vorne kommen. Du wolltest vielleicht ein bisschen die Stadt erkunden, aber nee. Aber ich bin Fünfter jetzt halt. Das macht jetzt schon immer ein bisschen mehr Spaß. Aber so doch nicht. Ja. So nicht. Nein. Irgendwann bestellt sich schon auf 30 um. Das haben wir jetzt noch immer auf 40 sehend, aber. Ich bin mir nicht sicher, auch manchmal ist es halt sehr schwankende Schwierigkeitsgrade. Von Strecke zu Strecke. Aber auf jeden Fall merkt man schon, dass man näher jetzt dran ist und nicht mehr so weit weg. Ja, vielleicht trügt das aber auch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das verstehen. Ich werde bei einem Entwickler nachschauen, ob er in unsere Liga reinschauen kann, auf was für Schwierigkeitsgrade wir fahren. Dann haben wir Klarheit. Technik, die begeistert. Obwohl, wir gehen in eine Zukunft, wo es so schnell vorantreibt, gell? Und dann wird die Technik natürlich noch nicht so gut ausgereift. So, Vierter. Aber wie ist der Schwarzwert bei dir auf der Strecke? Das ist sehr viel grau irgendwie. Nein, bei mir ist er richtig, aber ich habe 100% Farbraum. Ja, aber nee, ich meine jetzt hier auf der Strecke, ist es dann auch, ist dein Himmel eher grau oder eher schwarz? Das ist ja Nebel, ist das. Nebel? Das ist kein Nebel. Das ist kein Los Angeles. Bei den Lichtern ist Nebel. Meinst du? Ich weiß nicht, es sieht irgendwie so grau aus. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber nicht so extrem jetzt, oder? Nee, nicht extrem. Aber dadurch, dass sie das Lichtsystem verändert haben, ändert sich halt auch die Hintergrundfarbe irgendwie, keine Ahnung. Nein, ich schon wieder dieselbe Kurve hier. Wieder gelb. Immer bin ich. Ah. Alles gelb. Fett einstellen. Jetzt bin ich 8er, ich war vorhin so gut dabei. Jetzt immer diese Kurve. Ja, dann überhol jetzt mal fleißig. Gib mal früher Gas. Dann später. Jetzt war ja gut dabei, es waren nur diese zweimal die Kurve, dann wäre ich ja schon hinter dir auch, weißt du? Aber so. Also, hinter mir. Ja, vielleicht hinter mir von der KI gesehen, aber nicht direkt hinter mir. Doch, wenn ich hier zweimal aus der Kurve rausgeflogen wäre, wäre ich schon längst hinter dir. Ja, aber hinter mir, aber nicht direkt hinter mir, also dass er genauso schnell herunterfährt. Hinter dir? Ja. Aber ich habe ja nicht gesagt, ganz nah an dir. Ist gut. Alles wird gut, Patrick. Ja. Alles wird gut. Aber die zweite ist 6 Sekunden hinter mir, so weit bin ich hier rein entfernt. Ich glaube schon, dass es 40 ist. Aber jetzt hören wir auf mit der KI-Spekulation, hilft ja nichts, wir wissen es ja. Ich weiß, es ist 30, so nah bin ich nicht. Nee, es ist 40. Weil du bist auch schon bessere Rennen gefahren. Ja. 40. Auf jeden Fall schöne Strecke, schönes Lichtsystem hier alles. Im Hintergrund, ich glaube, die Gebäude sind auch wirklich Polygone, also nicht nur irgendwie so ein JPEG-Datei, die sind im Hintergrund geklatscht haben. Das ist, glaube ich, wirklich alles ausmodelliert, wie es aussieht. Die ganzen Gebäude, Wolkenkratzer.
Und die Reflexion auf der Strecke und die Abnutzungserscheinung, also es sieht schon echt alles sehr toll aus. Sieht very nice aus. Very nice indeed. Deep blue sea. Nee, ist ein anderes Wort. Jetzt bin ich in die Bande gefallen vor der Konfusion. Hast du überlegt, oder? Ja. Was war das jetzt? Nee, was meint er jetzt? Weil indeed heißt ja in der Tat und in Deep Blue Sea heißt es in der tiefen blauen See. Ja, schön. Jetzt bin ich Vierter, wow. Ich hab die Kurve geschafft. Diese. Sehr gut. Boah, die blitzen da alle, die Leute dort. Was, die blitzen hier? Okay, fahr ein bisschen langsamer. Nee, ich mein Fotograf mit dem Fotoapparat. Ja, ja. Oh nein, bitte, jetzt komm. Wo muss man eigentlich schon betteln fahren? Und auch die Spiegelung an den Werbebannern und so, ist schon krass. Ja. Jetzt habe ich ja ein bisschen Zeit, mich hier umzusehen. Ja, kannst du. Viel Spaß. Da habe ich. Das Boxenstoppfenster hat sich sehr nah jetzt, oder? Nee. Weißt du mir nicht? Boah. Weiß ich nicht. Ich seh dich nicht. Okay. Boxenstoppfenster. Wir fahren echt also 15 vierte. Runden. Irgendwie fühlt sich das länger an, oder? Die Runden sind ein bisschen länger. Ja, weil die Kurven so sind und dann da und hier. Fordert mehr Konzentration. Das war die Kurve. Aber sie tun sich wie eine Wurst anziehend hier und bei mir hier dranhängen. Bist du Vierter, oder? Ja. Merk mal. Ja, weil da große Abstand ist zwischen 3 und 4. Also relativ. Ich halt die alle auf. Ja. Halt sie alle auf. Was hat er geredet von DRS? Ist es freigeschaltet? Bringt mir eh nix. Ach, mein EAS ist leer, okay. Gut, ist leer. Achso. Ich dachte schon. So, ich soll in die Box, dann mach ich das doch. Nein, warum bleib ich jetzt hier hängen? Hey, die neue sind echt DRS, gell? Safety Car, aber die dürfen wieder durchfahren, ja, diese. Ach, selbst wenn ein Safety Car kommt, dann ist ja nicht sofort Überholstopp. Ja, aber trotzdem werden sie alle stehen geblieben dann, heißt das? Nee, musst du ja nicht stehen bleiben, du fährst ja nochmal weiter, bis es safety. Die können nicht durchfahren. Ja, doch. Die können ja nicht durchfahren. Wenn an dir vorbei, in echt. Ja, doch. Durchfahren in echt. Nee, an dir vorbeifahren, halt nicht durch dich durch. Ja, aber die sind die konnten ja nicht in dem Moment. Achso, die sind durch dich durchfahren. Ja. Gleich rausfahren. Komm, ja, gleich in die Box. Jetzt komm, ey, stellt euch jetzt nicht an. Oh, boah, das ist knapp. Okay, das wäre in der Realität ein unsafe Release. Also unsichere rauslassen in die Boxengasse. Boah, der fährt aber ganz schön weit vor. Schade, dass es auch solche Details irgendwie nicht gibt. So, dass man mal einen Mechaniker über den Fuß fährt oder so aus Versehen. So kleine auflockernde Dinge, die in der Realität große Dramen. So, bin ich Achter. Oh, ich bin 3 Runden über den Benzinplan zu ziehen. Cool, wie sie da mit dem Fotoapparat da rummachen. Ja, sie sind ja in Asien. Das Vorurteil ja, muss dann wieder kräftig werden. Ja. Da sehen wir vorne mal, wie sich die KI auch gegeneinander behakt. Oder miteinander kämpft. Wenn er mich mal durchlassen würde. Die lassen, also, hey, lassen die nicht durch. Ja, die fahren richtig die KI entlang, also diese Wahnsinn. Wollen stur da drauf, gell? Das ist wie so Carrera-Bahn. Wenn du rausfährst, bist du draußen. Du musst schnell wieder reinkommen. Spät gebremst hier, auf Verwarnung, Kurve abgekürzt, war nicht absichtlich. Da müssen noch welche raus, oder was kann ich sagen, ja, ist alles schon raus? Die ersten 7 auf jeden Fall noch. Okay. Wow,
Boah, ist ja lahm, ich komme nicht vorbei, aber dann fährt er jetzt eh an die Box gleich. Ich bin 15, ich glaube, schon noch keine neue aufzuholen. Jetzt habe ich ihn nicht überholt, damit er in die Box fahren kann. Jetzt fährt er weiter, der. BB. BH. Der fährt gar keiner raus. Oh, da sind wir hier draus. Doch, nein. Wir wollen wahrscheinlich nicht. Das ist doch fake, ey. Wenn die jetzt nicht reinfahren, ja. Überholst du halt auf der Strecke. Ja, aber das geht doch gar nicht. Ja, irgendwann müssen wir. Ich hab mir vorhin auch so gedacht, wo wir auf Nockenheimring waren, dass gar keiner rausgefahren ist. Ja, nee, da waren wir einfach viel zu weit weg von allen. Ja, aber ich hab's mir halt so, kam mir so vor, ja. Gut, Hockenheim, ja, nee, da hab ich gewonnen, da hab ich eh nicht mitbekommen, wann wir rausfahren. Ja, aber. Komm, den hab ich ein bisschen rausgeschoben, hat keiner gesehen. Schön überholt, sagt er mir. War nicht so schön. So, fünfter. Ich hoffe, die anderen fahren noch in die Box. Sonst bin ich mein Sieg los. Ja. Du kannst Adieu sagen. Hä? Du kannst Adieu sagen. Oder was auch immer man in der lokalen Sprache dann dazu sagt. Nee, ich glaube, die sprechen auch Englisch viel. Ja, bye bye. Sprechen die denn in Singapur? Weiß es nicht. Indonesisch? Wahrscheinlich. Ja, so in der Hinsicht, ja. Oh, ich habe einen Sektor, lila einen Sektor. Wow, in Sektor 1 war das. Sauber. Ich habe noch lange keinen lila einen Sektor mehr gehabt. Vielleicht wenn du 3 hast, hast du schnell zur Runde, genau. Ja? Nee, nicht unbedingt. Du kannst auch in einem Sektor super schnell sein und die anderen schlechteren Sektoren schlecht. Wettmachen. Ach so, okay. Aber so geht das also mit der schnellsten Runde. 1,48. Zwei grüne und einen roten gehabt. Da hab ich trotzdem geschnitzt. Grün ist bei mir deswegen quasi wie lila, weil ich ja den schnellsten Sektor schon hatte. Jungs, ihr könnt's nicht durchfahren, ihr müsst rausfahren, das hilft nichts. Sonst wird's ja disqualifiziert. Was ja auch ganz schön wäre eigentlich. So. Kommst du nochmal 3, 4 Plätze vor? Sind sie draußen, oder was? Ja, wenn sie nicht rausfahren, werden sie disqualifiziert, aber ich wäre schon ein erheblicher KI-Fehler. Was seht ihr den Besten auch? Aber ich komme nicht an den beiden lahmen Schnecken vorbei. Wow, zu schnell. Uff, beide mitgenommen. Uiuiui. Bitte nicht, bitte keine Strafen. Also da hätte man jetzt schon sagen können, unerlaubtes Wohnmanöver bitte zu vorbeilassen. Ja. Oh, aber das ist zu schnell. Oh scheiße, oh nein, voll in die Mauer. Voll in die Warum Mauer. Fährt er mir voll rein? Okay, besser fahren. Ich habe eine Kollision verursacht, genau. Ich habe sie verursacht. Ich den Sieg verlieren. Oh, er ist ja, das wird ja auch mal wieder. Und vielleicht auch mal fett stellen. Die müssen doch jetzt mal raus, oder? Ja, ich hoffe auch, weil ich will ja wieder Erster werden. Nicht hinter den lahmen Schnecken. Also, ich bin voll in die Masse jetzt halt gekommen, ey. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Und die fahren da vorne davon jetzt schon. Was ist da los hier? Die fahren nicht rein? Nee. Jetzt bin ich aber schneller, jetzt habe ich alles auf hoch. Und die waren ja auch noch nicht an der Box, also sind die Reifen auch schon matsch. Boah, ist ja lahm. Okay, ich fahre jetzt halt an ihm vorbei, außerhalb der Strecke. Alles egal. Boah, die sind zu viert vor mir, ey. Boah, den hab ich jetzt richtig schön überholt. Das kann man sich nochmal im Replay ansehen. Genüsslich ein Getränk seiner Wahl genießen. Und dann sehen wir mal, wie das geht. Voll überheblich. Okay, jetzt noch 3 vor mir. Ich lass mich einfach da durch. Boah, ich bin 9. Sehr gut. Ja. Sauber. Jetzt sind schon wenn 2 ich noch Punkte. Rausfahren. Boah, ey, wenn der mich mal durchlassen würde, der Barnes. Hey, hallo. Der soll mich nicht rausfahren lassen. Ey. Jetzt bin ich 8. Endlich. Ey. Und dann müssen die anderen noch raus, dann kann ich sie holen.
Dann können wir endlich mal hier aufholen. Ey. Da kommt jetzt die Hardcore-Kurve. 20 Mal. Boah. Jetzt verdammt. Da. Jetzt müssen sie irgendwann mal rausfahren. Das kann ja nicht sein, ja, dass sie permanent da draußen sind. Boah, zu schnell. Scheiße, ich hab umgestellt. Ach. Das ist die Nervösigkeit, gell, von dir. Nee, nichts Nervösigkeit. Erstens, das ist Nervosität und zweitens habe ich da was rumgestellt. Ich wollte jetzt mal so ein Wollte jetzt einfach mal ein bisschen rausbringen. Boah, ist ja so eindeutig so gesagt. Nervösigkeit. Der will, dass ich wieder rausfahre, oder was? Hör doch schon. Ich will das jetzt hier gewinnen. Was ist da los jetzt hier? Die gehen nicht haben raus. Rücken da. Die fahren nicht raus. Was ist der Landeklag? Da komme ich nicht Clark mit. Die wollen nicht raus? Jetzt schieb ihn schon an, so Lampfeld. DRS, jetzt lass mich vorbei. Du bist offen, Junge. Du bist offen. Das ist wie eine Polizeikelle. Du musst mich jetzt hier vorbeilassen. Du musst mich vorbeilassen. Ja, ja. Ja, das sagst du ja auch immer. Warum lässt du mich nicht durch? Ja, nicht, aber du sagst muss. Und fährt sie echt gut, die Strecke. Das gefällt mir irgendwie. Nächstes Jahr wird es wieder schlechter. Und dann sagt man wieder, in der letzten Saison haben wir da gut gespielt, dann wieder nicht. Ja, nächstes Jahr hat der Formel 1 Jubiläumsjahr. Aha, echt? Das Spiel oder die Formel 1? Ja, das Spiel. Mann, jetzt dreh mich denn nicht raus. Heute wird zurückgedrängt, ja. Yeah. Das Spiel, was? Ja, das hat doch nächstes Jahr 20 Jahre. Nee, 20 Jahre? Nee. Ja, 19, oder? Oder wann ist es rausgekommen? 2009 war das erste, das von Codemasters rausgekommen. Also wir haben dieses Jahr schon 10 Jahre. Achso, okay. Aber das 2009er kam nur irgendwie für PSP oder so. Ganz komisch. Es kam nicht für PS3 und so. Und als seit 2010, da deswegen wahrscheinlich das Jubiläum gibt es für die großen Konsolen. Aha. Jetzt sind sie draußen, endlich, ey. Oh, ja, wirklich, endlich kann ich durchatmen, ey. Das ist mir schon auf dem Zeil gegangen. Aber der Jill ist noch draußen, also der ist noch Erster hier. Ja, ist so viel Zeit verloren hier. Dritter bin ich, sehr gut, ey. Was ist da los? Hab ich irgendwas falsch gemacht oder so? Ja, ist alles richtig gemacht. Ja. Ja, ja. Ist überrascht. Jetzt muss ich echt diesen Jill, da muss ich nochmal kämpfen hier. Ich war die ganze Zeit Erster und dann habe ich so viel Zeit verloren hinter den Edelheimern. Okay, let's give it all. Solange die mich nicht nerven, weißt, kann ich auch normal fahren, ja. Die sind schon ein paar hinter mir, aber die lassen nicht durch. Aber jetzt mit der Hurricane, die Strecke, die gefällt mir. So, jetzt machen wir hier ERS Hot Lab, Stufe 5, alles aufgedreht. Jetzt wird er schauen, der Schilder. Oh nein, jetzt nein, kaum sage ich was, du wirst abgelehnt. Ja. Okay, ich bin ruhig. Oh Mann. Ja, oh, komm, komm, komm. Oh, die sind auch alle hinter mir. Boah, ich muss auch fett stellen, dass ich da abhaue von denen. Also, wenn wir ruhig sind, dann konzentrieren wir uns ein bisschen. Hoffentlich okay für alle. Ich weiß nicht, ob sie es wollen oder nicht. Hat sich noch keiner beschwert. Von daher einfach weitermachen. Genau. Jetzt fährt er raus, der war noch nicht draußen. Ich denke mir, jetzt habe ich hier voll das Duell. Echt aber jetzt? Oh, enttäuschend ist das. Alles hochgestellt. Jetzt hat er mir die Runde noch versaut, dadurch, dass er rausgefallen ist und ihm Platz machen musste. Ah, ja. Okay, ist er noch gut, dann wirst du jetzt weiter, ja? Nee, nee, das wäre nicht. Schaffst du. Knapp. Schaffst du. Komm, gib Gas. Ich hab auch Fett. Oh, er gibt schnell. Oh, ja. Zweiter, ja. Zweiter. Aber jetzt so gut, lange gut sind die Kurven fahren. Konzentrieren. Ja. Du bist jetzt Zweiter.
Das glaube ich nicht. Das ist ein Traum, ey. Das ist eine Traumstrecke und ein Traumergebnis. Aber ja, wir müssen noch Konzentration behalten. Ja, die drei Runden oder vier Runden müssen wir noch. Vor allem die eine scharfe Kurve, ja, die ist voll schwer. Wir müssen voll aufpassen. Oh, die Batterie ist leer. Nee. Ne, die war leer, jetzt muss ich sie laden. Achso, okay. Ja, hier mein ERS, weil das geht ja mal runter, weil es nicht auf der Controller ist. Nö, nö, ist alles voll. Ich muss jetzt wieder Fett nehmen, dass ich abhaue. Ja, das hier. Ich war die ganze Zeit schon auf Fett, ich glaube, ich kann auf Fett zu Ende fahren. Ja, wahrscheinlich eher. Ne, ne, das glaube ich nicht. Wir sind ja noch 3, 4 Uhr. Ich bin auf plus 1,4. Jetzt muss ich aufpassen, kommt die scharfe Kurve. Boah, da muss man ganz langsam um die Kurve fahren, gell? Ja. Aber ist ja wurscht, ob sie hinten sind, dann dürfen ja nicht überholen. Das wäre ja Schwachsinn. Die dürfen immer überholen, aber sie machen es auch naja, nicht aber in den Lenkkurven nochmal. Ne? Nur wenn du dann wieder Gas gibst und sie sind direkt hinter dir, dann kann es sein, dass sie überholen werden. Nein, nein, das haben sie nicht, das haben sie ausgeblendet, so in dem Fall. Das könnte eine neue beste Runde sein, bin mir nicht sicher, weil den letzten Sektor den verkacken hier mal irgendwie. Ja, wieder verkackt. Ich komme nicht mehr ran an diesen besten dritten Sektor, den ich da mal fahren soll. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Wahrscheinlich irgendein Cheatcode benutzt, aus Versehen. So, die vorletzte Runde. Ne, vorvorletzte. Fett. Boah, die sind alle hinter mir. Ja, aber knapp hinter dir, gell? Glaube ich, wenn es zu sehen. Ja, sehr knapp sogar. Aber ich mache da schon keinen Fehler. Ich weiß schon, wie es geht. Weil die können ja nicht wegfahren, die können ja nicht wegfahren hinten von nach vorne, solange ich die Kurven nehme. Das ist ja das Gute da drin. Das wäre sonst unfair, wenn einer da durchfahren könnte, das macht ja voll einen Durcheinander. Wenn einer dich überholt, macht sich durcheinander. Okay. Ja, ne, wenn du eine Kurve bist und jemand ist, du bist Geist und er fährt durch. Achso, ja, das ist doch blöd, ja. Ja, das ist Quatsch. Das können wir aber auch ausstellen, glaube ich. Kann man deaktivieren. Ja, aber ist halt nicht schlecht, wenn man vor allem im Multiplayer dann spielt, mit anderen, wenn die einen schlechten Ping haben und dann rumzuckeln, ist schon besser, wenn man durchfährt. Oder wenn du jemanden hast, der quasi einfach auf der Strecke steht und dich versucht abzuschießen. Dann hilft es auch. Nein, jetzt habe ich es mir vergeigt, jetzt habe ich es mir vergeigt, jetzt habe ich es mir vergeigt. Nein, nein, jetzt, was ist los? So mit Absicht so. Nee, nein. Kann eher so, als hättest du das gemacht. Fahr einfach konzentriert zu Ende, egal welcher Platz du jetzt bist. So die Vorfreude der Nachfreude. Nachfreude? Ja, die Nachfolge. Interessante Wortkreation, die ich immer von dir habe. Ja, das ist so crazy, neugängig Wörter ausgeben, weißt du? Essi. Sorry. Was machst du denn? Das warst du, nicht ich. Ich hab nicht. Achso, das war der automatische Disconnect. Scheiße. Jetzt muss ich in das Programm. Achso, ich nehme ja noch auf. Du musst ja noch jetzt dazu machen. Warum? Was? Ich hab doch alles, okay? Achso, du nimmst auch noch auf? Ja. Achso. Hat er dazwischen jetzt Pause gemacht? Nein. Ah, gut. Okay, dann passt er. Ich hab grad schon gedacht, du. Ich fahr jetzt alleine zu Ende. Ja, auf welchem Platz bist du denn jetzt? Mhm. Auf dem 10. Ja, also ein Punkt. Vielleicht kannst du sogar noch ein bisschen mehr rausholen. Oh, ich hole ihn nochmal raus. Ich kann wirklich auf Fett zu Ende fahren. Ich habe jetzt noch plus 0,71. Eine Runde noch. Letzte Runde, liebe Zuschauer.
Ich muss mal warten, ne, ich kann noch nicht. Neue Runde, neues Glück. Ja, im beschaulichen Singapur ist es dann auch gleich schon vorbei. Ja, ich weiß, dass wir ein Benzin für eine Runde haben. Ist nicht mal korrekt, weil wir haben Benzin für eine Runde 1,62 Euro. Mhm. Ja, sehr farbenfroh hier, dieser Bereich. Sehr schön. Ich kann nicht sagen, was wir hier sehen. So, jetzt war ich fett. Das ist jetzt sehr wichtig. So punktuell. Und das einsetzen. Richtiger Profi hier schon. Was? Auf dem 10. Ja, hier mit deinem punktuell einsetzen von Zielüberschuss. Ja, langsam komme ich rein. Letzte Runde, das ist zu spät. Ne, ich meine langsam komme ich rein und spiele. So allgemein. Hab ich nicht gesagt, in dem Rennen. Ja. Yeah. Was ist eigentlich das hier rechts? Dieser Dome da. Hä? Nein, was ist los? Wie du hast gesagt, was ja. Was verwirrt hat's mir nicht? Ich bin an die Bande gefahren, das war Dummheit. Okay. Du bist doch 10. Nein, 11. Oh Mann, komm René, sag doch mal einen Punkt. Ja, vor mir ist er, ja. Ja, hol dir. Der will ihn nicht durchlassen, der Moray. Vielleicht geht es das doch, dass ich... nee, ich sag nichts mehr, sonst fängt sich wieder ab. Boah, jetzt ist er selber schuld, wenn er mich so reinguckt. Ich war fast an die Bande, er hat mich reingeholt. Karriereflagge! Oh, große Kreis. Oh, sogar mit Feuerwerk welcher begrüßt. Fantastisch. Da seht ihr es. Ich bin wieder 10. Einmalig. Siehst du das Feuerwerk auch? Ja, ich sehe es. Boah, cool. Cool. Für mich extra. 10. Sehr gut. Ja, extra für dich. Wegen dem einen Punkt haben sie das Feuerwerk getan. Aber jetzt fahr es auch ruhig zu Ende, bitte. Was denn? Alles Alter, okay. Du fester, also nein, die Kurve will ich nicht so reinfahren. Doch, das ist ja so, sonst kommen wir ja nicht. Okay. Das so bin ich nicht gefahren, ja. Jetzt eh wurscht, fahr einfach zu Ende. Du hast gedacht, dass ich eine Bande fahre, gell? Ja? Oh, nee, das war mit Absicht so. Oh Gott, gut, dass ich dir jetzt bloß hier eine halbe Runde zuschauen muss. Darf. Ja, Halleluja, ja. Was ein Feuerwerk! Ja, geht doch schon die ganze Zeit los. Nee, 13. bin ich, warum? Strafe. Ja, ich habe aber gar keine bekommen. Oh, ja, man muss ja. Wirklich, ich hab keine bekommen. Ja, hast du nicht gesehen. Ich hab nicht, ich hätte es gesehen, Patrick. Oder sie haben es nicht angezeigt. Oder es war halt währenddessen du da neu angerufen hast, weil du da warst. Kann auch sein, ja, währenddessen. Aber ich hab da nichts gemacht. Oh Mann. Oder ich hab zu lange Pause gehabt, dass es dann vielleicht Strafen gibt. Hey. Jetzt geht's wieder weiter mit der Siegesserie. Ach, hör yeah. auf, hey. Was? Dass sie nur Freunde mehr gewinnt. Aber cool, im Hintergrund steht der große Preis von Singapur und Singapore Airlines. Das ist doch ein bisschen individualisiert immer. Wow, das gibt wieder Faustbock. Bald auf Level 23. Meine Glückszahl. Cool, so. Ja, das war der große Preis von Singapur. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dir auch bis zur Strafe hin. 3 Sekunden Strafe hast du bekommen. Warum auch immer. Ah, tut mir leid, René. Ja, aber nächstes Mal wird's besser. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Ja, danke schön. Sehr nett, alles. Ja. Nee, Spaß. Wir sind da schon nicht so. Also, es passt schon. Ich hab's schon ausgemacht. Ja. Okay.